Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde. Eine Umfrage vom Bundesamt für Statistik zeigt, dass die Schweizer Bevölkerung weniger raucht, weniger trinkt und sich dafür mehr bewegt und ausgewogener ist. Ja, wie gesagt, ja, das ist der Baschi. Ja, guten Morgen, Popstar Baschi. Gell, du weißt ja, dass du eigentlich jetzt noch gar nichts gesagt hast. Was? Ja, ja, wie gesagt, ja. Ja, ich glaube nicht, dass aufhören rauchen und trinken gesund sein sollte. Ja, ich meine, als ich das letzte Mal am ganzen Körper wieder am ganzen Tag wieder geraucht, noch getrunken habe. Oder, ja, wie gesagt, ich habe den ganzen Körper so zittert. Ich meine, ja, das kann ja gar nicht gesund sein, verstehst du mich? Ja? Da wir von der SB sind auch sehr beunruhigt. Finden Sie gesund sein denn jetzt auch ungesund, SP-Präsident Christian Löfver, oder wie? Nein, aber wir machen uns Sorgen um die Mitarbeiterinnen immer tieferes Segment der Gastronomie. Weniger trinken bedeutet weniger Trinkgeld. Die SP fordert jetzt Aperitive für alle Standorte für wenige. Wer länger gesund ist, ist weniger lang tot. Um was geht's? Wir von der Weltwoche haben recherchiert und herausgefunden, wenn die Schweizer gesünder sind und darum älter werden, können wir die AHV bald nicht mehr finanzieren. Punkt. Und wie soll der Bund denn das Problem lösen, Chef Dr. Rogerköpp? Er soll die nächste Weltwoche lesen. Dort hinein steht. Der Bund muss Gegensteuer geben, damit die Schweizer wieder ungesünder leben und früher sterben. Das heisst, Schöckeli verteilen für einen Punkt. Steuererklärung, für die Velo neu hohe Parkgebühren verlangen und alle Eltern, die dicke Gaufen haben, bekommen einen Gratisplatz in einer Kita. Ja, was? Das Problem löst sich von alleine. Oh, wir haben eine neue Stimme in unserer Runde aus Oberwil-Jeli direkt zu uns gekommen. Herzlich willkommen, der SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Guten Morgen. Und es erstaunt mich gerade ein bisschen, dass Sie anderer Meinung sind als Ihre Partei und der Ratskollege Roger Köppel. Hören Sie, nichts gegen den Köppel, aber das mit unserer Gesundheit könnten wir Schweizer auf lange Sicht vergessen. Die Ausländer wandern in unsere Krankenkassen ein und hält sie aus, verursacht einen dichten Stress, den wir im Alkohol ertränken müssen, und verstopft zu allem auch noch sämtliche Vitapark-Aus. Ach, ich bin sehr besorgt, was ich sagen über die positive Entwicklung der Volksgesundheit. Warum das, Herr Bundesrat Johann Schneider-Ammann? Wenn die Schweizer so gesund sind, wozu braucht es dann noch einen Tag der Kranken? Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterrecker. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.